Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin und Kartenseherin. Und heute geht es um das Kartenlegen für unser Sternzeichen Wassermann. Der Zeitraum heute, der 5. Dezember bis 2. Januar, also über Silvester hinweg. Liebe und Partnerschaft, die erste Legung, und die zweite Legung ist dann Beruf und Finanzen. Ich lege wieder aus mit beiden Händen schön auffächern. Die rechte Hand wandert für euch auf mein Herz. Und mit der linken Hand ziehe ich für euch Liebe und Partnerschaft, Wassermänner, die nächsten 4 Wochen. Was kommt auf euch zu in der Partnerschaft? Was könnt ihr Wassermänner für eine schöne Partnerschaft tun? Für unsere Single-Wassermänner ist da ein neuer Partner in Sicht. Seid ihr selber bereit für einen neuen Partner? Und wie enden die 4 Wochen für euch in Liebe und Partnerschaft? Die Sonne ist ja was Tolles in der Partnerschaft. Es läuft richtig gut, ihr seid glücklich, ihr seid zufrieden, es ist schön. Und da habt ihr die große Entscheidungskarte mit dem Wagen. Was könnt ihr dafür tun? Entscheidet euch, das Positive zu genießen. Ganz einfach. Hier kein Haar in der Suppe suchen, sondern die Partnerschaft läuft wirklich richtig gut. Die Mutterschaft, die Fürsorgerin an dieser Stelle finde ich jetzt nicht prickelnd, weil es steht ein neuer Partner an. Ihr müsstet euch drum kümmern, ihr müsstet hinterherlaufen, ihr müsstet machen. Finde ich nicht so toll. Aber es ist die Frage, ob ihr das wollt. Der Eremit ist der weise Mann, der ganz genau weiß, was gut für ihn ist und was nicht gut für ihn ist. Ihr könntet selber rausgehen, wenn ihr wollt. Ihr könntet auch sitzen bleiben, wenn ihr wollt. Ihr wisst, ihr braucht es jetzt gerade so, wie es jetzt ist. Und das finde ich beim Wassermann ganz toll, weil dann ist der Wassermann, er sitzt da, er schaut sich das an. Will ich das, dass ich mich drum kümmere, dass ich hinterherlaufe, oder will ich das nicht? Es ist eure Entscheidung, lasst euch da ja von niemandem reinreden, bitte. Ihr wisst es doch selber, was gut ist. Oh. Und wie enden die 4 Wochen für euch mit dem Teufel? Viele Leute sagen immer, oh mein Gott, der Teufel ist ja was ganz was Schreckliches. Ich sag nein, ich finde ihn toll. Erstens, in der Liebe und Partnerschaft bedeutet er meistens, dass es im Schlafzimmer super funktioniert und dass ihr da mal wieder alles rauslassen könnt, was ihr so gerne möchtet. Im Beruflichen ist es eine Warnungskarte für den Schweinehund, für den inneren Schweinehund, der da mal dahinterher sein soll. Also ist es für mich eigentlich eine positive Karte, die etwas Gravierendes anzeigt. Und hier sind wir bei Liebe und Partnerschaft, Leute. Also bitte, wie enden die 4 Wochen für euch? Mal die Sau rauslassen, auf bayerisch gesagt oder auf deutsch gesagt. Das ist ja, das darf man ja ruhig mal sagen. Entspannt euch, habt es schön. Hier eine ganz tolle Partnerschaft für unsere Singles. Ihr wisst doch ganz genau, was ihr wollt. Zieht es auch wirklich durch. Lasst euch von niemandem reinreden und genießt einfach die Zeit, die ihr da habt. Weil das ist echt schön. Und mit dem Teufel da zum Schluss. Wenn ihr eine Bettgeschichte haben wollt, wollt ihr eine Bettgeschichte. Punkt. Ja, dann ist es doch in Ordnung. Karten liegen auch so schön, dass man sagt, die Beziehung an sich ist schön. Trefft die Entscheidung, dass da im Schlafzimmer wieder mehr passieren soll. Genießt es. Habt Spaß. Habt Freude. Ich finde die Karten toll. Das innere Teufelchen mal rauslassen. So, dann schauen wir aber trotzdem noch nach Beruf und Finanzen. Was da bei euch los ist, Wassermänner, die nächsten 4 Wochen beruflich und finanziell bei den Wassermännern ab heute, die nächsten 4 Wochen. Also mit den Tarotkarten wäre es auch schwer, kurzfristiger zu schauen, deswegen da schaue ich dann immer beim Kartenlegen lieber mit den Skatkarten nach, die sind dann schneller. Also Skatkarten für ganz kurze Zeiträume und die Tarotkarten eher zur Unterstützung. Oder wenn es halt dann um was Langfristiges geht, wie zum Beispiel eine Jahreslegung oder sowas, da nehme ich gerne die Tarotkarten in meinen Kartenlegerterminen her. Also, Beruf und Finanzen, Sternzeichen Wassermann, was kommt beruflich auf euch zu? Was könnt ihr für euren beruflichen Erfolg selber tun? Ist da die Chance auf eine Beförderung oder Gehaltserhöhung da? Was kann der Wassermann tun, damit er nicht übersehen wird? Und wie enden die 4 Wochen beruflich, finanziell für die Wassermänner?
Aha. Habt ihr keine Lust zurzeit auf Arbeit? Vor Weihnachten so dieses, oh, ja, bitte realistisch bleiben, ne? Also, es ist da ganz viel los. Entweder zeigt der Teufel an dieser Stelle an, ihr habt keine Lust dazu, ihr wollt etwas schleifen lassen, oder bei euch brennt die Hütte und der Gehängte sagt euch ganz klipp und klar, passt's auf, überseht nichts. Seid realistisch und nicht einfach nur so, ach, das ist eine Mail, da brauche ich gerade mal 5 Minuten dazu. Das ist unrealistisch. Lest euch alles ganz genau durch. Das ist eine Warnungskarte hier, dass der innere Schweinehund sagt, ich mag nicht. Vorsicht dafür, seid realistisch. Das zahlt die Miete. Der Narr. Okay. Da ist eine Illusion. Mit der Kraft. Ist da die Chance auf eine Gehaltserhöhung oder Beförderung? Der Narr ist ein Narr, eine Illusion, ein Leichtsinn, etwas leicht nehmen. Eine Leichtigkeit, Spaß haben, eine Freude haben, ja, aber das ist keine Gehaltserhöhung. Da macht ihr euch selber etwas vor. Also wenn ihr angefragt habt, ob ihr eine Gehaltserhöhung kriegen könntet oder sowas, dann wird das nicht ernst genommen. Ihr müsst da, was könnt ihr selber dafür tun? Mit Kraft und Energie. Also die Elf ist ja die Kraft. Die Frau, die den Löwen an ihrem T-Shirt hält, an ihrem Tuch hält, die kann das. Die kann das auch durchziehen. Aber diese Anfrage wurde nicht ernst genommen. Und da steht ihr mit zu wenig Kraft dahinter. Vorsichtig hier, Leute, mit dem Teufel, ne? Und wie enden die 4 Wochen für euch? Ja, mit der Mutterschaft der Fürsorgerin. Ihr müsst euch halt um euer Zeug kümmern. Die Karten liegen für mich aktuell so da. Ihr habt angefragt wegen einer Gehaltserhöhung, eine neue Position gehabt. Aber hier zeigt es eindeutig, ihr steht euch ja selber im Weg. Der Teufel mit, was kommt beruflich auf euch zu? Da ist Stress und Arbeit und ihr habt keine Lust drauf. Es ist wirklich so dieses, mache ich heute nicht, mache ich morgen. Seid realistisch. Morgen ist viel zu tun. Ihr müsst da wirklich mit Kraft nochmal Gas geben vor Weihnachten. Ich würde mich über Kommentare freuen, genauso wie über Liken und Abo, dass ihr mir Bescheid sagt. Und wenn ihr selber Karten legen lernen wollt oder einen Termin haben wollt, der Link ist bei mir in der Beschreibung drin. Ansonsten bis bald.